Herzlich willkommen zu meinem 32. Kurzvideo zu Grundlagen, Grundkompetenzen von Windows. Und jetzt geht es hier darum, dass man eine Verknüpfung vom Explorer aus, vom Windows Explorer aus hinaus auf den Desktop machen kann. Hier ist der Desktop und du weißt, was eine Verknüpfung hoffentlich ist. Verknüpfung auf dem Desktop heißt, ich mache einen Doppelklick auf ein Symbol, dann öffnet sich ein Ordner, eine App, ein Programm. Das geht ganz einfach. Ich wähle mir hier zum Beispiel einen Ordner aus, rechte Maustaste, wähle dann Senden an. Dann Desktop-Verknüpfung erstellen. Und schon ist auf dem Desktop die Verknüpfung entstanden. Und wenn ich dann hier einen Doppelklick drauf mache, öffne, dann wird dann genau dieser Ordner hier geöffnet. Wenn ich da hineingehe, ist genau dieser Ordner, den ich dann über den Desktop dann mit dieser Verknüpfung dann öffnen kann. Ja, das war's schon und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video.